Hallo liebe Formel-1-Fans, ihr könnt in unserem zweiteiligen Interview mit Ralf Schumacher das Formel-1-Spiel F1 2021 für den PC gewinnen. Einfach einen Kommentar schreiben, Abonnent sein und dann einfach nochmal die weiteren Gewinnspielbedingungen in der Videobeschreibung auschecken. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So, hallo liebe Zuschauer von F1insider.com. Wir haben hier heute auf unserem YouTube-Kanal einen sehr, sehr schönen Gast, Ralf Schumacher, mit dem wir so ein bisschen die erste Saisonhälfte nochmal Revue passieren lassen, aber natürlich hauptsächlich nach vorne schauen, auf Spa, auf das nächste Rennen, das dann am kommenden Wochenende oder am nächsten Wochenende ansteht. Ralf, du bist ja nun auch so ein bisschen Journalist bei Sky, hast ja letztens auch gesagt, dass du dich auch so ein bisschen, schon als Journalist auch tatsächlich fühlst. Wie würdest du denn als eben solcher die erste Saisonhälfte bewerten? War das gut zum Bericht erstatten und zum Kommentieren? Es war sehr spannend. Vor allen Dingen finde ich, mal das Sportliche außen vor, dass endlich mal jemand die Mercedes-Dominanz so ein bisschen unterbricht. Das ist natürlich sehr, ist Balsam auf die Seele aller, glaube ich, der Motorsportfans, genauso wie uns auf der anderen Seite, die darüber berichten. Dann kam es natürlich viel interessanter noch diese ganze, das fing ja relativ harmlos an mit Sprüchen, aber diese Politik dahinter und diese, ich würde schon fast sagen, Aggression der Teams gegeneinander und der Teamchefs, der Teamverantwortlichen. Das gibt natürlich dem Ganzen noch eine zusätzliche Würze. Jetzt auch die Fahrer seit England, die gewisse Vorstellungen haben. Und das ist alles sehr interessant. Und noch interessanter fand ich, wie dünnhäutig Mercedes reagiert hat, wenn Lewis Hamilton meiner Kritik ist. Fand ich ein bisschen schade, weil egal welcher Titel, egal wie viele Titel, wir sind alle Menschen, Fehler kann man machen. Ich fand, es war ein Fehler, der natürlich auch für Red Bull große Tragweite hatte. Und da finde ich es halt schlimm, dass man da nicht ein bisschen drüber sprechen kann. Ich weiß auch nicht, was schlimm ist, dass ein amateurhafter Fehler war oder Amateur, mein Gott, ist ja keine Hoheit, ist ja immer noch ein Mensch, der genauso aufs Klo geht wie wir. Ja, genau, das hattest du ja tatsächlich auch schon mal gesagt. Du sagst jetzt nochmal ganz klar, für dich war das ein Fehler von Lewis Hamilton. Hat man da auch gemerkt, dass Lewis tatsächlich durch den starken Max Verstappen unter Druck geraten ist und eben auch plötzlich in solche Fehler dann eben reingeschubst wird? Nein, ich glaube, er hat natürlich im Sprintrennen gemerkt, jetzt muss ich da durch. Er hat auch die Chance gesehen und dafür kann man ihn auch gar nicht kritisieren. Also man kann sagen, okay, aber ein Rennfahrer hat ja eine Zehntelsekunde Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Hat er sie einmal getroffen, ist zu spät. Und die hat er da getroffen, die hatte auch eine gewisse Berechtigung, allerdings nicht mit dem neuen Regelwerk. Das ist ja das Problem. Ne? Und dann hat er gemerkt, huch, der Winkel passt überhaupt nicht, ich muss mich zurückziehen, ansonsten drücke ich Max von der Strecke, kriege da eine Strafe, also bremse ich lieber und versuche es woanders. Und da war er einfach zu spät dran, das war eine Fehleinschätzung. Aber mein Gott, that's racing. Mhm. Nun ist Max Verstappen dieses Jahr eigentlich relativ stark, hat auch ein sehr, sehr starkes Auto. Trotzdem führt Lewis Hamilton in der WM. Was macht Red Bull und was machen Verstappen falsch? Naja gut, also erstmal muss man ja sagen, dass Verstappen einmal den Reifenplatz hat, das darf man nicht vergessen, und jetzt zweimal in Folge wirklich Pech hat. Ja. Ich meine, einmal Lewis Hamilton, der Kontakt, den sicherlich keiner geplant hat bei 290, da kann ich für garantieren. Ja, und natürlich das Profi-Bowling vom armen Bottas, auch da kann man natürlich gar nicht Absicht unterstellen, außer halt eine Fehleinschätzung. Ja, das war natürlich tragisch für Bottas und natürlich wieder für Max Verstappen. Ja, und Lando Norris mal ganz außen vor, der arme Kerl, der hätte sicherlich auch ein gutes Rennen gehabt. Aber wie siehst du grundsätzlich diese Konstellation? Lewis haut Max in Silverstone raus, dann Bottas, der Bowling-Profi, dann auch nochmal wieder Verstappen und eben auch tatsächlich Perez. Und dadurch sind sie jetzt in der WM führend. Hat das irgendwie ein Geschmäckle? Ist das ein komisches Nein, Gefühl? Nein, also da möchte ich schon ganz ehrlich sagen, diese Verschwörungstheoretiker, das finde ich ein bisschen schade. Das sollte man da auch nicht mit reinbringen. Man kann darüber diskutieren, dass im Hintergrund Mercedes, ich sag mal, aufgrund der letzten Jahre einen sehr starken Stand hat in der Formel 1, ich nenne es mal so, und sicherlich beim einen oder anderen Protest ein gewisses Gewicht hat oder dass auch Toto Wolff zum Rennleiter direkt geht, ist eher, nicht die Regel, sagen wir es mal, aber gut, das gab es früher auch, finde ich eigentlich sogar noch ein bisschen unterhaltsam, aber wenn, dann sollten es alle machen. Und Geschmack hat es überhaupt gar keinen. Und das war auch nicht geplant. Aber natürlich, für Red Bull ist es ganz schlimm gelaufen. Sehr, sehr schade und sehr teuer. Und ich bin mal gespannt, wann jetzt die Änderung kommt der Regel, weil mit diesen ganzen Unfällen, das Gleiche gilt ja auch für Mercedes, ich glaube, da werden sich beide Teams das erste Mal einig sein, dass man diese Kosten irgendwie ausklammert. Was können wir jetzt erwarten? Abspar von dem Zweikampf, ich nenne das mal Zweikampf. Red Bull und Mercedes waren keine Freunde.
Das ist nicht besser geworden. Ich will nicht sagen, dass die Feinde sind, aber es geht schon schwer in die Richtung gerade, wenn man so die Beteiligten sieht. Was kann man von Max und Luis jetzt erwarten? Du als ehemaliger Spitzenfahrer, Sommerpause. Wie gehen die jetzt mit ein bisschen Bedenkzeit mit dir, mit der Situation um? Also die Frage, die sich mir in erster Linie stellt, ist, was hat Red Bull jetzt in der Pause machen können? Weil eins war schon auffällig, ich hatte in Ungarn hätte ich Red Bull deutlich stärker als Mercedes auf der Liste gehabt, aufgrund ihrer, sage ich mal, Aerodynamikeffizienz. Und Mercedes hatte ja bis dato auch Grip-Probleme und Balance-Probleme. Was auch immer man geändert hat vor Silverstone, während Silverstone. Also entweder hat man am Anfang des Jahres, was ich aber nicht glaube, weil die Probleme in Bahrain waren allgegenwärtig, aber dieses Problem hat man im Griff bekommen. Das heißt, man kann die Balance wieder ausnutzen vom Auto, wahrscheinlich auch die aerodynamische Effizienz, und man hat das Problem, nicht mehr die Reifen aufzuwärmen. Da hatte ich natürlich ein bisschen Hoffnung drauf. Spa wird wahrscheinlich kalt. Normalerweise ist er, denn wir wissen es im Moment ja nicht so ganz genau mit den Wetterkapriolen. Also hätte ich auch Red Bull da vorne gesehen, aber im Moment glaube ich, Max, man hat es ja gesehen, Max hat echt in Ungarn einen mega Job gemacht. Ich glaube, Perez ist alles andere als ein Blindfisch im Auto. Der hat super Ergebnisse, war super schnell auch im letzten Jahr. Und der Unterschied zwischen Max und ihm war gravierend. Und das kann der Max nicht abfedern auf Dauer, wenn Red Bull da nicht einen weiteren Schritt macht. Also du siehst tatsächlich Red Bull jetzt nicht nur in der WM, im WM-Stand ja, hinten, sondern hat Mercedes es wirklich geschafft, das Auto so weiterzuentwickeln, dass sie jetzt, ja? Also wenn es kein großes Problem gab in Ungarn, was sich keiner erklären kann, es ist ja sehr komplex, die Formel 1. Ich meine, vergessen wir mal das Rennen, aber das ganze Training, Qualifying, da war ja zu sehen, dass Red Bull schwer getan hat. Am Perez sieht man es ja ganz deutlich. Und wenn man das nicht findet, ich hatte ja gedacht, okay, Spa kommen wir hin, Red Bull kann ja mit weniger Flügel fahren, war deshalb auch so stark auf den Graben, das kann ihnen entgegenkommen. Aber Mercedes hat definitiv was gefunden und im Moment sehe ich es ein bisschen dahinter. Und es gibt ja auch einige Leute, die sagen, Max muss ein bisschen vorsichtiger fahren, gerade jetzt, wenn er um den Titel kämpft. Siehst du das ähnlich oder fragst du dich, wo denn vorsichtiger fahren, weil er konnte ja eigentlich nie was dafür? Also er konnte nie was dafür und nicht ja, ich gebe den Leuten recht, bis diesem Jahr hätte er das machen können. Aber Max, finde ich, und ich war einer der größeren Kritiker von ihm, weil er immer super schnell war, aber für mich so nicht über den Tellerrand hinausgeschaut hat. Und das wird jetzt immer mehr, immer sichtbarer, auch auf der Strecke, finde ich. Also er geht keine unnötigen Risiken ein. Er ist in einige Lücken nicht reingestochen dieses Jahr, wo er letztes Jahr schon längst reingefahren wäre, oder vor 2 Jahren schon 3-mal. Also da hat er sich weiterentwickelt. Ich glaube, was ihm immer noch so ein bisschen fehlt, aber das kann man ihm auch nicht böse nehmen. Max ist sehr jung bei Red Bull reingekommen, hat alles niedergefahren, was da war. Der hat nie wirklich einen erfahrenen Teamkollegen gehabt, der ihm was beibringen kann. Geschweige denn, ja, dass er, wie soll ich sagen, das Team, das musste er sich alles alleine beibringen mit Red Bull. Und die haben sich voll auf ihn verlassen. Und das ist bei Lewis Hamilton, der natürlich ja, von McLaren kam. Ganz andere Leute neben sich, also Fernando Alonso und so weiter. Da merkt man schon noch diese Zusammenarbeit zwischen Fahrer und Team, bis auf Ungarn, wo er dann nach vorne gefahren ist. Das war übrigens auch Lewis sein Fehler, meine Meinung, dass er mit Regenreifen nach vorne fährt, darf ihm nicht passieren. Ist er natürlich da einen Schritt voraus mit Mercedes immer noch in der Zusammenarbeit und da muss sich Red Bull mit Max noch ein bisschen anstrengen. Nun mag Lewis da mehr Erfahrung haben, er ist aber mittlerweile auch 36 Jahre alt. Macht das einen Unterschied oder nicht? Also ich sehe jetzt da noch keinerlei Anzeichen. Jetzt muss man auch Lewis wieder zugutehalten. Er hatte natürlich immer ein Auto, was total überlegen war. In diesem Jahr hat er es nicht gehabt, hat natürlich dann auch kleinere Fehler gezeigt unter Druck, muss man sagen. Aber trotzdem hat er immer wieder auch, im Gegensatz zu Bottas, der auch kein Nasenbohrer ist, am Ende des Tages, so ehrlich muss man ja sein, wir tun ihm ja oft ein bisschen Unrecht, deutlich bessere Leistungen erzielt. Also ich sehe es nicht so. Er verwendet in letzter Zeit ein bisschen mehr Zeit, sich modisch darzustellen mit irgendwelchen bunten Gummistiefeln. Das muss er selber wissen. Ich finde es ein bisschen spannend. Manchmal denkt man, das ist irgendwie, aber ja, es funktioniert ja für ihn. Hast du eigentlich so aus familieninternen Gründen irgendwie den Wunsch, dass Lewis das dieses Jahr vielleicht nicht schafft, sondern tatsächlich lieber Max, damit der 8. WM-Titel nicht geholt wird? Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gönne es immer dem, der am besten ist. Und ganz ehrlich, beide sind auf Augenhöhe. Für mich haben es beide dieses Jahr verdient, Weltmeister zu werden. Irgendwie wünschen wir uns vielleicht so ein bisschen so eine Abwechslung mal, aber das hat nichts mit Micha oder mit Lewis oder mit Max zu tun. Am Ende wird es jeder Bessere gewinnen. Und ich sag ja, also Lewis hat einen unglaublichen Job gemacht, hat aber auch natürlich das Team um sich herum gehabt. Aber er kann auch kämpfen, wie man dies ja sieht. Deshalb finde ich, beide haben es verdient. Du sagst, er hat auch immer das Team um sich herum gehabt, natürlich auch den Teamkollegen. Gibt es seit längerem ja schon die Diskussion, wie du eben gesagt hast, um Bottas. Siehst du da dann jetzt irgendwann mal eine Lösung kommen und die Lösung aus England kommen?
Ja gut, also ich gehe fest davon aus, dass Russell nächstes Jahr in diesem Auto sitzt. Alles andere wäre ja irgendwie für die Zukunft überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Lewis ist 36, das heißt 2-3 Jahre irgendwo, dann denke ich, wird der Käse auch gegessen sein. Man hat ja auch alle Möglichkeiten und hat ja 1000 andere Ideen, Musik, Mode, ist ja sehr kreativ, der Lewis. Also von dem her, glaube ich, kann der über den Tellerrand hinausschauen, will was anderes machen. Und Mercedes muss sich auf die Zeit danach vorbereiten. Max Verstappen ist jetzt erstmal kein Thema mehr. In den nächsten Jahren, vielleicht dann in 2 Jahren, aber auch dann. Also eine Kombination wie Russell, Max Verstappen zum Beispiel wäre unglaublich. Aber jetzt beides so laufen zu lassen, weil Bottas könnte die Lücke nicht schließen, die Lewis hinterlässt, glaube ich. Und wie wird Lewis darauf reagieren, wenn dann plötzlich so ein junger britischer zukünftiger Superstar an seiner Seite fährt? Also ich glaube, dass Lewis mal die Möglichkeit hatte. Ob er sie jetzt noch hat, weiß ich nicht. Aber klar, der wird ihm, denke ich, mehr Druck machen. Ich meine, ich fand es ja unglaublich, wir reden ja immer über Sainz, wie gut er es macht mit Ferrari, aber der Junge ist ja viel zu groß in dieses Auto einfach mal reingestiegen und ja, hätte das Rennen ja gewinnen können, obwohl er ja nicht reinpasst in die Möhre. Da hat er ja nachher offene Knochen, Knien, keine Ahnung, nicht Knie. Also das war schon eine großartige Leistung, das weiß Lewis auch und ich glaube, deshalb ist Lewis auch ganz schnell zurückgekommen in Bahrain. Abu Dhabi, ja. Genau, ja. Wer ist denn so fahrerisch deine Überraschung dieses Jahr und wer ist so ein bisschen die Enttäuschung von der Erwartungshaltung her? Ja, also ich finde, Gasly bestätigt das, was er letztes Jahr angefangen hat. Hätte, wenn vielleicht der eine oder andere bei Red Bull nicht ganz so stur wäre, auch eine Chance verdient gehabt, das nochmal zu versuchen, sei es drum. Tsunoda war am Anfang stark, hat natürlich auch so ein bisschen das Problem, dass er im Moment, ja, ich glaube, für den ist es jetzt ganz schwierig, weil früher, der hat es reingesetzt, hat Gas gegeben, war gut. Ja. Jetzt muss er es umsetzen, jetzt muss es funktionieren. Jetzt kommt noch der Druck, ich will näher bei meinem Teamkollegen sein, der tut es ein bisschen schwer. Giovinazzi, finde ich im Übrigen, mag daran liegen, dass Raikkonen jetzt eher vielleicht dann wirklich mal aufhören sollte, aber finde ich konstant jetzt eigentlich ja besser als Kimi, sehr angenehm. Wen haben wir denn noch? Latifi, wenn er mal drauf, wenn es mal funktioniert, auch nicht so schlecht. Ja, ich meine, im Verhältnis zu Russell. Lando Norris, muss ich sagen, ist mit die größte Überraschung dieses Jahr an Konstanz. Und wie der auch Danny Ricciardo da im Griff hat, da muss man schon sagen, ist auch ein kommender Weltmeister für mich. Hat McLaren alles richtig gemacht, ihn zu verpflichten, wenn er denn das Auto dazu bekommt von McLaren. Mhm. Alonso, wie findest du ihn? Gut, Alonso, das letzte Rennen steht für sich. Das ist, wie ich ihn kenne, wie ich es auch schon mal versucht habe, an ihm vorbeizufahren vor vielen, vielen Jahren, damals in Barcelona. Finde ich toll, was er da macht. Klar, wird wahrscheinlich absehbar sein, aber eins kann man schon sagen, ist bis jetzt mal kein gescheitertes Comeback. Und der Ocon muss schon ganz schön strecken, dass er den, sag mal, vermeintlich alten Mann dahinter sich lässt, finde ich, hat er toll gemacht. Und ich möchte mehr davon sehen. Und es hat doch gezeigt, dass diese neuen Regeln vielleicht nicht immer ganz so glücklich sind. Ich habe mich eh gewundert, dass Mercedes nicht mehr Gegenwehr hatte, weil Renault hat natürlich am Ende des Tages Alonso den Sieg zu verdanken und keinem anderen. Ja. Kommen wir zu den Regeln. Wir haben ja schon oft darüber diskutiert, dass Budget-Cap hin oder her, du ein Befürworter von Testfahrten bist. Wegen jungen Leuten, aber auch so Leute wie Alonso, die sich am Anfang wahrscheinlich auch deshalb schwer getan, weil sie die Testfahrten halt nicht hatten. Kannst du das nochmal ein bisschen näher definieren, wie man das mit Kosten, mit Budget Cap und so weiter trotzdem durchziehen könnte und warum das so wichtig ist? Ja gut, also erstmal glaube ich, hätte man jetzt mit den neuen Regularien, den komplett neuen Autos, eine große Chance, einiges wieder von den Simulatoren wegzunehmen. Ich finde Simulatoren gut, das heißt also technische Komponenten, die getestet werden, dass nicht wie bei uns damals irgendwelche Teile unerwartet abbrechen, also tolle Sache für die Sicherheit und so weiter. Um Strecken kennenzulernen, finde ich es auch gut. Nur es hat natürlich zwei große Nachteile. Erstmal verschwindet die Formel 1 dann immer mal in den Wintermonaten komplett, auch wenn die Saison jetzt verdammt lang geworden ist, aber auch zwischendrin. Und zweitens finde ich, wie soll der Nachwuchs eine Chance kriegen? Und ich meine, nicht nur Nachwuchs, Alonso, ja, aber Sebastian Vettel zum Beispiel, wie lange hat das gedauert? Ja? Und was passiert dann irgendwann, dass die Sitze noch schleppender gewechselt werden in der Formel 1, dass keine neuen Leute mehr nachkommen? Und das kann ja nicht das Ziel der Formel 1 sein. Wir wollen auf der einen Seite Namen haben, aber wir wollen ja auch den Nachwuchs, weil die Formel 1 ist ohne Nachwuchs nichts. Das ist mal so. Wenn keiner mehr das Gefühl hat, der kommt in die Formel 1, stirbt auch irgendwann die Formel 1 aus. Und da, finde ich, sitzt die FIA mit dem Team Verantwortlichen so ein bisschen auf einem hohen Ross. Finde ich sehr schade. Ferrari investiert sehr viel Geld.
Mercedes hätte mehr tun können. Renault macht Gott sei Dank viel, ja. Aber da könnte es viel mehr Initiative geben und auch Liberty Media, ganz ehrlich, verstehe ich nicht, dass nicht mehr Budget gefunden wird für Nachwuchsklassen, auch mehr Fahrzeit für die Nachwuchsklassen, das muss möglich sein. Mhm. Und wenn man auch im Himmelswillen alte Formel-1-Autos nimmt und die Jugend testen lässt, dass die Teams eine Chance haben, die Fahrer eine Chance haben und dass wir da mehr sehen. Mhm. Erklär mal aus deiner Fahrersicht jetzt nochmal ganz, was ist so schwierig dran? Weil viele Fans denken, ach, das sind ja Talente, die steigen in so ein Auto ein, dann funktioniert das schon. So ist es aber nicht. Was ist das, was macht den Sprung so schwierig in das Formel-1-Auto? Ja gut, ich meine, zu unserer Zeit war das ja tatsächlich so, dann ist man, sagen wir mal, aus der Formel 3, Formel 2 oder GP2, wie es auch immer damals hieß, in meinem Fall Formel Nippon, ist man aus einem Auto gekommen, was relativ schnell war, aber was von der Basis her ähnlich war. Heute ist es ja so, mit den ganzen Power-Systemen, mit der Motorbremse, die man einstellen muss, das sind ja ganz viele Faktoren, die zusammenpassen müssen. Und wenn der Fahrer da jetzt reinkommt und hat kaum Zeit, dann fährt er ja erstmal los und dann fängt er irgendwann an, das Auto kennenzulernen. Jetzt in Sebastians Fall zum Beispiel, der ist mit der Balance gar nicht zurechtgekommen. Jetzt versucht er mit der Balance, anstatt vielleicht erstmal die Motorbremse zu nutzen, um ein Untersteuern, ein Übersteuern wegzubekommen und so weiter. Und das ist so komplex geworden, dass man eigentlich noch mehr Testkilometer bräuchte als damals, um sich drauf einzuschießen. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Die Formel 1 ist zu kompliziert geworden. Für den Fahrer auch teilweise. Du hast es ja jetzt eben auch schon gesagt, am Beispiel Sebastian Vettel, der eben auch seine Zeit brauchte, sich bei Aston Martin einzuleben. Wie bewertest du denn unseren neuen deutschen Bienenzüchter jetzt im grünen Auto? Jetzt sag nicht Bienenzüchter, der ist ein Regimekritiker, ja? Oder so. Oh. Ja, also, wir haben ja eine Meinungsfreiheit, ne? So fängt es schon mal an. Ja. Also ich finde toll, dass der Sebastian sich neben der Rennstrecke für gewisse Dinge einsetzt. Manche Dinge finde ich, ja, finde ich sehr mutig, ich sage es mal so, wie es ist. Aber ich habe mich natürlich für ihn gefreut, dass er dann in Budapest hat er natürlich so ein bisschen Abstauberglück gehabt, sage ich mal. Aber im Rennen drin konnte er es halbwegs umsetzen. Schade, dieser Fehler des Teams. Trotzdem hat er es jetzt mal geschafft, vor seinem Teamkollegen permanent zu sein. Jetzt ist halt die Aufgabe des Teams. Ich sage mal, das, was Stroll wollte, die Abkürzung über gute Connection zu anderen Formel-1-Teamchefs zu haben, sich, sage ich mal, Know-how zuzulegen von außen. Das funktioniert eben nur bedingt. Das lernt er jetzt gerade schmerzlich kennen. Und dieser zweite oder auch der Sieg, das hat natürlich Aston Martin wahnsinnig viel gebracht. Deshalb haben sie auch drum gekämpft. Ich habe zwar nie verstanden, warum, von Anfang an nicht, weil wenn kein Sprit da, dann kein Nada, dann gibt es auch nichts zu diskutieren, aber sei es drum. Schade für Sebastian, hat er nicht verdient. Zeigt aber einmal mehr, dass das Team noch ein bisschen Nachholbedarf hat. Siehst du es auch für nächstes Jahr so, wenn ja eigentlich alle auf einem Niveau dann wieder anfangen, 2022 mit neuen Regeln, ist das die Chance nochmal für Aston Martin und Sebastian dann eben? Also, jein, das Problem ist ja, dass die Struktur sich nicht von heute auf morgen ändert. Also ich könnte mir vorstellen, gerüchteweise passiert da gerade sehr viel im Hintergrund, weil es gibt einige im Team, die diese Gestaltung nicht ganz so verstanden haben. Weil man muss immer sagen, ich sage immer Jordan dazu, weil die vielen Namen davor, dazwischen, das ist ja alles Quatsch. Das war immer eine kompakte Truppe, die es geschafft hat, mit wenig Budget viel zu erreichen. Ne? So, und die haben ja wirklich, jetzt auf einmal wäre theoretisch Geld da gewesen, aber dann hat man die alle auf Seite geräumt und gesagt, naja, also ihr seid zwar gut und schön, aber wir machen es anders. Ne? Die hat man nicht abgeholt. Jetzt holt man neue Leute dazu. Und das in der Formel 1 funktioniert das nicht in einem Jahr. Das wird 2 bis 3 Jahre dauern. Ich möchte daran erinnern, wie lange es gedauert hat. Ich meine, bei aller Liebe, der Mercedes-Erfolg von heute hat angefangen bei Ross Brawn und Norbert Haug. Das vergessen viele. Ohne Norbert Haug gäbe es das so gar nicht. Ja? Und du hast deinen Bruder, darfst du nicht vergessen. Natürlich. Auch dazu die Kombination. Aber ich will jetzt einfach mal sagen, wie lange sowas dauert. Ja? Und da befürchte ich leider, es sei denn, ein Glückswurf gelingt, das kann natürlich immer sein, aber das ist schwer. Und dann ist das Nächste, wie arbeiten die zusammen, wie ein Getriebe? Ja? Ich meine, treffen die richtige Entscheidung? Fahren die mit der richtigen Spritmenge los? Zeige ich jetzt einfach mal übertrieben gesagt. Holen die dann rein oder fahren die dann auch zu fahren? Also das ist nicht leicht. Ich gönne es dem Sebastian von Herzen wirklich, aber das ist nicht leicht. Würdest du an seiner Stelle denn tatsächlich jetzt auch noch ein Jahr weitermachen? Offiziell ist sein Vertrag ja noch nicht verlängert worden oder verkündet worden oder wie auch immer. In der Formel 1 wissen wir ja, kann alles passieren. Hat er noch die Lust, mit all seinen anderen Ideen, die er im Kopf hat, auch weiter schnell Formel 1 zu fahren?
Also ich fand jetzt auch bei den Rennen, man sieht das Lächeln, wenn er vorne fährt. Ja? Ich meine, er gibt sich schon Mühe, nicht allzu sauer reinzuschauen, wenn es nicht funktioniert. Aber natürlich freut es ihn auch, dieser zweite Platz, das hat man gesehen. Also das Feuer brennt garantiert noch in ihm. Die Frage, die kann er nur selbst beantworten. Und dann ist auch irgendwann die Frage, will ich morgens noch aufstehen, mein Leben riskieren, wenn ich weiß, dass ich im Mittelfeld rumfahre oder nicht. Das kann alles nur er beantworten. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er dabei bleibt. Und im Übrigen, ich finde ja die Bewegung auch gut. Ja? Und es zeigt ja auch, die Formel 1 erfindet sich ja gerade neu. Sie könnte sich schneller neu erfinden, aber gut, ne, manche Themen erfinden sich zu schnell neu. Ich sage nur Elektro- und Motorsport. Ja, da steigen jetzt ja auch die ersten Hersteller wieder oder die großen wieder aus. Mercedes hat es gerade bekannt gegeben, weil das auch, weil man da zwei Schritte von dem ersten gemacht hat. Und ich finde, dieses Ziel bis 2025, jetzt auch die Fahrer, die da mitziehen, die es nach außen ein bisschen leben, die auch wie Sebastian da mit dem Auto losfahren. Ich weiß nicht, was der Lewis Hamilton macht, um ehrlich zu sein, aber der ist ja auch da in der Richtung mit dabei. Finde ich gut.